Für den US-Leitindex S&P 500 wie für den Nasdaq geht es jetzt 3 Tage in Folge nach unten, also die ersten 3 Handelstage des Jahres negativ. Nur der Dow Jones, der kann sich hier besser halten, zeigt, dass Value derzeit besser läuft als Growth, also als Wachstumsaktien. Aber jetzt müssen auf jeden Fall die US-Arbeitsmarktdaten schwach ausfallen. Sonst wird es ein bisschen eng für die Aktienmärkte, denn es steht viel auf dem Spiel, nämlich das Narrativ, die Fed wird die Zinsen 6, vielleicht 7 Mal senken, aber was ist, wenn sie das nicht tut, nämlich das nicht tut, was längst eingepreist ist, dass die Zinsen deutlich sinken, weil zum Beispiel der Arbeitsmarkt zu stark ist einerseits und vielleicht deswegen auch die Inflation nicht wirklich nach unten kommt oder nicht so weit nach unten kommt, wie die Märkte sich das erhofft haben. Also es steht das auf dem Spiel, was längst eingepreist ist, und die Vermutung, das Bangen darum, dass vielleicht ein bisschen zu viel eingepreist ist, das ist verantwortlich für das, was wir jetzt zu Jahresbeginn gesehen haben an Schwäche bei den US-Indizes. Und hier sehen wir das mal, dass wir 3 Tage in Folge jetzt negativ sind beim S&P 500. Das ist der schwächste Jahresauftakt seit der Finanzkrise, seit dem Jahr 2008. Und wenn es jetzt heute negativ würde, wenn also der S&P heute wieder fallen würde, wieder ein Minus vor dem Komma hätte, dann wäre es die längste oder der schlechteste Jahresbeginn seit dem Jahr 1978. Damals ging es an den ersten 7 Handelstagen nach unten. Damals Inflation ein Thema, hohe Zinsen ein Thema. Also da ist schon ein ziemlich schwacher Jahresauftakt jetzt nach dieser massiven Rallye seit Ende Oktober zu konstatieren. Und schauen wir uns das Bild mal an, dann sehen wir hier der Nasdaq wieder der schwächste Index, keine dramatischen Kursverluste gestern, aber eben der 3. Handelstag in Folge. Der Dow Jones, der einzige Index, der leicht im Plus ist. Wir sehen eine Amazon, eine Apple, eine Google sind maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass Tech unter Druck gekommen ist. Und hier sehen wir mal, 5. Handelstag in Folge, dass der S&P 500 fällt, der Nasdaq 100 fällt, der ist ja schon an den letzten beiden Handelstagen des Jahres 2023 gefallen. Aber wir sehen jetzt einer der stärksten Underperformances des Nasdaq in Relation zum S&P 500 Index. Das sehen wir hier oben in dieser Grafik, und hier sehen wir mal Value gegen Growth. Im Russell 1000 sehen wir, dass wir da aus diesem Abwärtstrendkanal rausgebrochen sind. Also Value läuft besser. Kein Wunder, wir hatten ja in 2023 massive Outperformance von Wachstumsaktien, von Growth über Value. Und normalerweise sind wir derzeit in diesem 2-Jahres-Rhythmus. 2022 war Tech schlecht, 2023 war Tech super. Wird 2024 Tech wieder schlecht, wir werden sehen, aber jedenfalls ist das die Umkehrung des Musters aus dem Jahr 2023. Ein Faktor dafür war, dass Apple schwach war. Nach 2 Abstufungen, erst von Barclays, dann von Piper Sandler, gestern Apple eben unter Druck. Hier rechts sehen wir mal den Chart, sieht ziemlich hässlich aus, muss man sagen, allerdings könnte da dieser gleitende Durchschnitt hier rechts in diesem Chart noch erreicht werden, bevor dann mal eine Erholung kommt. Aber dann heute jetzt die Meldung, heute Nacht Foxconn, ja praktisch der Apple iPhone Fertiger, der meldet einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr oder im Dezember von 26,9% und erwartet auch jetzt für das erste Quartal 2024 weiteren Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Also da wird scheinbar das bestätigt, was Piper Sandler und Barclays schon angedeutet haben, antizipiert haben, dass die iPhone-Verkäufe schlecht laufen, vor allem wohl in China, was hier gerüchteweise umgeht. Und hier sehen wir mal den Triple Q, das maßgebliche Nasdaq ETF, ja, deutlich unter Druck gewesen. Jetzt allerdings im RSI oben mit einer positiven Divergenz, und unten sehen wir mal den Tech-Index innerhalb des S&P 500, also praktisch hier die Tech-Werte im S&P 500, und die sind von überkauft jetzt wieder mal in sehr kurzer Zeit sogar überverkauft im kurzen Zeitfenster gefallen.
kurzen Zeitfenster, muss man ja unterscheiden nach den Zeitfenstern, aber kurzfristig ist eben da durchaus oder legen die Charts nahe, dass wir hier eine Erholung sehen könnten. Hier mal der 60-Minuten-Chart, RSI schon ziemlich unten, positive Divergenz, könnte jetzt eine Erholung kommen, dann vielleicht die rechte Schulter, einer Schulterkopf-Schulterformation, Fragezeichen, möglich wäre es. Aber Problem ist, gerade im Future-Bereich, die rekordhohe bullische Positionierung bei den Investoren. Wir sehen ja die Stimmung der Privatinvestoren noch sehr euphorisch. Die Vermögensverwalter haben ihre Positionierung laut NAAIM ein bisschen zurückgefahren oder deutlich zurückgefahren von Extremwerten. Also das wird eine schwierige Geschichte. Da müssen jetzt diese Daten am besten schlecht, aber nicht zu schlecht ausfallen, um Rezessionssorgen zu schüren. Heute die Arbeitsmarktdaten und Januar und die ersten 5 Handelstage, die haben durchaus eine statistische Relevanz. Fangen wir mal unten an mit den ersten fünf Handelstagen. Wenn die positiv sind, und das ist in 64% der Fälle, dann ist zu 75% das Jahr positiv. Also ersten 5 Handelstage positiv, Wahrscheinlichkeit, dass das Jahr positiv wird, liegt bei 75%. Wenn dem nicht so ist, wenn die negativ sind, dann war es nur 50% der Fälle, also 50-50, dass das Jahr positiv wird. Noch aussagekräftiger ist hier der Januar. Wenn der positiv ist, dann ist in 80% aller Fälle das Gesamtjahr positiv. Wenn er negativ ist, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, wenn der Januar negativ ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Gesamtjahr positiv ist, auf 45%, also weniger als die Hälfte. Das ist schon durchaus statistisch signifikant. Aber was haben wir zu erwarten heute von den Daten? December Jobs Preview, Hot Print is the worst case scenario. Also wenn die Daten stark ausfallen werden würden, dann wäre das worst case scenario. Die Bullen müssen hoffen, dass das eben nicht passiert. Wir sehen Durchschnittserwartung so um und bei 170.000 neue Stellen, Stundenlöhne wichtig, plus 0,3 und 3,9% erwartet, Arbeitslosenquote erwartet Anstieg von 3,7 auf 3,8%, und natürlich ist das Risiko ein bisschen größer geworden aus Sicht der Märkte, weil gestern starke Erstanträge und Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe kamen, weil wir gestern einen starken ADP-Arbeitsmarktbericht gesehen haben, einen Challenger Job Cuts Report, der stark war, also wenig Entlassungen war, was darauf hindeutet, dass der Arbeitsmarkt eben nicht wirklich sich abschwächt. Aber jetzt ein Bericht von Bloomberg, der sagt, naja, die einzigen Sektoren, wo überhaupt noch neue Stellen geschaffen werden, das sind eben Regierungsstellen, also Staatsjobs, Healthcare, Leisure und Hospitality, also praktisch Krankenschwestern, Barkeeper und so weiter, und eben Regierungsjobs, wenn man es mal so zusammenfassen will. Wir werden sehen, ob das der Fall ist heute in den Daten, wird spannend. Aber, und das ist das große Problem, diese US-Arbeitsmarktdaten, die sind letztendlich so wachswindelweich, dass es schon echt wehtut. Die beiden Administrationen hatten natürlich ein Interesse daran, dass die Zahlen ganz gut ausfallen, und da hat man zwei richtig fette Hebel dazu, Seasonal Adjustments, saisonale Anpassungen. Wie das passiert, warum das passiert, kein Mensch weiß es so wirklich, und vor allem, und das ist noch krasser, das Birth-Death-Model, also dieses in den 1980er Jahren erfundene Modell, das schätzt, wie viele Firmen neu entstanden sind, mit wie vielen Arbeitsplätzen, und wie viele Firmen zugrunde gegangen sind, wie viele Arbeitsplätze dadurch entschwunden sind. Schätzungen, gibt keinerlei Datenbasis, auf der diese Schätzung sinnvoll eigentlich funktionieren kann. Dementsprechend ist das letztendlich fast eine totale Blackbox, diese US-Arbeitsmarktdaten. Sollte, wäre in Deutschland niemals akzeptiert, ein so windelweiches Konjunkturdatum, das aber die Märkte so stark bewegt. However, zurück zu dem, was die Märkte interessiert. Für die Märkte ist ja offenkundig Liquidität wichtiger als Wirtschaft. Und hier sehen wir mal jetzt die Zinserwartungen. March Fed Rate Cut Odds sind gefallen. Also wir sehen, dass die Märkte jetzt nur noch in Anführungszeichen 6 und nicht mehr 7 Zinssenkungen einpreisen. Hier haben wir dann eine 62,7%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen um 25 Basispunkte sinken ab März, und dann geht es immer weiter runter. Für diese 6 Zinssenkungen, die man hier erwartet für das Jahr 2024, ist das zu viel? Ja, sagt einer.
oder sagen hier einige an den Anleihemärkten. Hier sehen wir mal zunächst, dass die 10-jährige Anleiherendite in den USA, die ja jetzt wieder bei 4% liegt, aus dem Abwärtstrend, dem kurzfristigen Abwärtstrend erstmal ausgebrochen ist. Und jetzt gibt es Wetten, wonach wir einen deutlichen Anstieg der Anleiherenditen heute sehen. Diese Wetten sind über Optionen eingegangen worden und gehen davon aus, dass wir bei 4,15% bei der 10-Jährigen liegen werden. Wir haben jetzt schon eine Verschiebung hier in diesem Chart von Jim Bianco gesehen. Diese zwei Linien mit dem Pfeil nach oben, eine Verschiebung der Zinskurve gewisserweise durch die Märkte, also die Erwartung der Märkte hat sich ein bisschen verschoben. Das hat, wie gesagt, vor allem dem Nasdaq nicht gut getan. Und wir haben neue Daten hier von der Fed. Erstmal die Fed-Bilanz ist jetzt um 32 Milliarden Dollar gesunken, jetzt auf dem niedrigsten Niveau, nämlich die Fed-Bilanz seit März 2021. Wir haben vor allem dieses BTFP-Programm, also dieses Notprogramm für die US-Banken, das damals in der Bankenkrise eingeführt wurde und im März enden soll. Das wird immer stärker nachgefragt. Warum? Weil die Zinskonditionen da vorteilhaft sind. Das heißt, die Banken können hergehen, sich bei der Fed dieses Geld leihen und können es dann anderswo besser verzinst anlegen. Das ist also praktisch ein bedingungsloses Grundeinkommen für die US-Banken. Das wird die Fed nicht mehr länger wohl machen können, denn das muss sie aus der eigenen Tasche bezahlen. Das ist praktisch der Verlust der Fed, der hier entsteht. Hier sehen wir auch starke Zuflüsse wieder in Geldmarktfonds, überraschenderweise. 79 Milliarden Dollar sind da jetzt reingegangen. Jetzt sind wir fast bei 6 Billionen Dollar, was in diesen Geldmarktfonds liegt. Und ganz wichtig auch Reverse Repo Transaktionen. Mit anderen Worten, die Fed verkauft Playern am Markt etwas und sagt dann, ich kaufe es dann zu einem höheren Preis euch wieder zurück. Damit führt die Fed im Prinzip Liquidität in den Markt, wenn die Reverse Repo Volumina sinken. Wenn die Reverse Repo Volumina steigen, dann entzieht sie den Märkten gewissermaßen Liquidität und wir sehen, die Volumina fallen. Wir haben jetzt alleine einen Rückgang gestern gesehen auf ein neues Zwei-Jahres-Tief, nur noch 665 Milliarden Dollar, ein Rückgang von 55 Milliarden Dollar. Wenn das so weitergeht, wäre sogar Ende Januar schon Schluss. Dann wären diese Reverse Repo Transaktionen nicht mehr in der Lage, Liquidität in die Märkte reinzupumpen. Und das ist insofern wichtig, als wir ja die Reserve Balances with Federal Reserve Banks, also praktisch die Liquidität bei US-Banken, ist zurückgegangen. Stärker zurückgegangen als die Märkte. Das Ganze wurde vielleicht durch diese Reverse Repo Transaktionen ein bisschen aufgefangen. Alles ein bisschen komplex, aber Liquidität ist das, was entscheidet. Gilt auch für Bitcoin. Hier sehen wir den Preis von Bitcoin. Immer wieder diese kleinen Abverkäufe oder etwas größeren Flash Crashes, könnte man fast schon sagen. Auch heute Nacht wieder, jetzt heute Nacht oder ja, kann man sagen, heute Nacht, der Bericht, dass die SEC wohl doch heute wohl schon jetzt diese Bitcoin-ETFs genehmigen wird. Wenn das passiert, was wird dann mit Bitcoin passieren? Wird der Kurs dann steigen oder fallen? Gewinnmitnahmen, buy the rumor, sell the fact, man wird sehen. Jedenfalls, wenn wir jetzt nochmal von Bitcoin nach China springen, das ist ja ein kleiner Sprung, meine Damen und Herren, sehen wir, chinesische Aktien handeln jetzt in der Nähe eines Allzeittiefs in Relation zum chinesischen BIP, also zur Wirtschaftsleistung des Landes, während amerikanische Aktien in der Nähe ihres Allzeithochs in Relation zum amerikanischen BIP handeln. Mit anderen Worten, im Vergleich sind chinesische Aktien zu US-Aktien ziemlich günstig, hat natürlich alles Gründe, vor allem die katastrophale Politik, Wirtschaftspolitik von Xi Jinping, apropos katastrophal. Wir sehen hier Umfragewerte, nur 17% sind insgesamt mit der Arbeit der Bundesregierung in Deutschland zufrieden oder sehr zufrieden. Vor allem Baerbock und Habeck sind abgestürzt und Karl Lauterbach, Scholz ist schon fast nicht mehr aufgeführt, so weit hinten liegt der. 19% Zustimmung, das muss man mal schaffen als Kanzler. Die Stimmung wird nicht aufgehellt durch schwache Daten, die heute reingekommen sind. Einzelhandelsumsätze aus November in Deutschland viel schwächer als erwartet. Berichte gibt es ja, dass auch das Weihnachtsgeschäft nicht gut gelaufen ist für den Einzelhandel. Und wir sehen, Zahl der Großinsolvenzen nimmt zu, um 26% gestiegen im Vergleich zu 2022 im Jahr 2023. Also wir werden langsam sehen, dass der Arbeitsmarkt Schwäche zeigt.
steigt, weil viel mehr Unternehmen langsam Probleme bekommen. Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Hier diese erste Empfehlung ist diese Wette von Händlern, dass die Arbeitsmarktdaten stark ausfallen, dann die Anleihekurse fallen, ergo die Renditen steigen. Interessante Geschichte. Wissen die mehr, diese Leute? Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Ein Indikator mit 100% Erfolgsquote aus der Vergangenheit sendet für chinesische Aktien ein Kaufsignal. Tricky, gefährlich, risky, aber eben auch chancenreich. Auch dieser Artikel sehr interessant und mindestens ebenso interessant, hoffe ich, wird das Webinar mit André Starke am Sonntag, 19 Uhr. Nur der André und ich, wir sprechen über das, was wichtig ist, was wichtig wird, wie die Marktlage einzuschätzen ist. Das Ganze geht super einfach. Nur Ihren Namen eintragen und E-Mail-Adresse, damit wir Ihnen den Zugangscode per E-Mail schicken können. Also keine Telefonnummer, irgendwas ist da erforderlich, sondern nur Name, Vorname. Also ich würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind. Da können Sie Fragen stellen. Da gehen wir, nämlich der André und ich, auf diese Fragen ein. Es lohnt sich, das kann ich versprechen. Also zwei Artikelempfehlungen und die Anmeldung jetzt gleich machen. Ich sage Servus und Ciao.